Es war das Symbol für den Kapitalismus schlechthin. New York, 11. September 2001. Wie ein bizarres Mahnmal für die Verwundbarkeit der Zivilisation ragen die Reste des World Trade Center aus den Schuttmassen. Das Inferno von New York wird in die Geschichte eingehen. Ein Tag, der die Welt erschütterte. Der Terrorangriff zeigt, wie der Dritte Weltkrieg aussehen könnte. Ein globaler Guerillakrieg religiöser Fanatiker. 19 zu Mord und Selbstmord entschlossene Terroristen hatten sich Monate, ja jahrelang auf diesen Augenblick vorbereitet, indem sie aus Passagierflugzeugen Bomben machten und in die Zwillingstürme rasten. Unter den Trümmerbergen die zerfetzten und verbrannten Überreste von 3000 Menschen, den Opfern dieses unheiligen Krieges. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Trümmer, sie erinnern an die Reste des Turmbaus zu Babel. Und so war es wohl auch gedacht von den Teufelspiloten des Osama bin Laden, die mit den Mitteln moderner Technologie ein Fanal ihres vormittelalterlichen Glaubens setzen wollten. Alttestamentarischer Zorn in neuer Verpackung, antiker Religionsfanatismus in den vollgetankten und vollbesetzten Leichtmetallhüllen eines modernen Langstreckenflugzeugs mit Kurs auf die Zwillingstürme der Welthauptstadt New York, nach dem Motto der Apokalypse. Gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden, zur Behausung aller unreinen Geister. Denn ihre Sünden haben sich zum Himmel aufgetürmt. Gebt ihr doppelt zurück, was sie getan hat. Deshalb werden an einem einzigen Tag die Plagen über sie kommen und sie werden in Feuer verbrennen. Die Könige der Erde, die mit ihr gehurt und in Luxus gelebt haben, werden weinen und klagen, wenn sie den Rauch der brennenden Stadt sehen. So stand es in der Bibel. Und so oder ähnlich dürften die menschlichen Mordwerkzeuge des Bauingenieurs Osama bin Laden auf ihrem Höllentrip programmiert worden sein. Tödliche Engel Allahs im heiligen Krieg gegen den verruchten und verfluchten Westen. Es ist die menschenverachtende Arroganz der Gläubigen, die sich am 11. September 2001 ihr mörderisches Denkmal gesetzt hat. Und die Banalität des Bösen, die Schlichtheit der Vorbereitungen in technischen Hochschulen, in Flugschulen, in Simulatoren und Hotels, Supermärkten und Online-Centern. Karin Aßmann ist den Spuren von Allahs Killern gefolgt, in Deutschland und in den USA. Protokoll eines Angriffs der religiösen Vergangenheit auf die Gegenwart. Der Morgen wird kommen. Die Sieger werden kommen. Wir schwören, wir werden euch besiegen. Die Erde wird unter euren Füßen beben. Ankündigung eines Massenmordes, geplant in Hamburg und durchgeführt von drei Männern, die hier ein Zuhause fanden. Der Text, gefunden in der Hamburger Wohnung eines der Attentäter, liest sich heute wie eine Prophezeiung. Dienstag, 11. September 2001. Kurz nach 9 Uhr morgens weiß Amerika, dass die Einschläge zweier Passagierflugzeuge in die Türme des World Trade Center kein Unfall, sondern Terroranschläge sind. Wenig später liegt den US-Behörden eine Liste mit Namen der Männer vor, die diese und zwei weitere Anschläge auf Amerika verübt haben sollen. Die heißeste Spur führt nach Deutschland, in die Hansestadt Hamburg. Technische Universität Harburg. Hier haben zwei der Terroristen gemeinsam studiert und, vermutlich mit weiteren Drahtziehern, den Anschlag auf Amerika vorbereitet. Mohamed Atta beginnt 1992 sein Studium, Fachgebiet Stadtplanung. 6 Jahre später zieht auch Marwan al-Shehi nach Hamburg. Vermutlich lernen sich die beiden Männer hier kennen. Ziad Jarrah schreibt sich im Herbst 1997 an der Fachhochschule ein. Mittwoch, 12. September. Großeinsatz des Landeskriminalamts Hamburg. Um 22.18 Uhr hatte das FBI eine Liste mit 19 Tatverdächtigen an die deutschen Behörden geschickt. Aus den Passagierlisten geht hervor, dass drei der mutmaßlichen Terrorpiloten aus Hamburg kommen. Atta und al-Shehi werden schnell als mögliche Drahtzieher identifiziert. Über Nacht wird klar, dass Hamburg Mittelpunkt der Ermittlungen ist und offenbar seit Jahren Sammelstelle einer terroristischen Zelle war. Auftraggeber des Terrorkomplotts, verkündet die US-Regierung, ist Al-Qaida-Chef Osama bin Laden. Eine Videoaufzeichnung, aufgenommen am 9. November, zeigt bin Laden im Kreis seiner Getreuen.
Zentrales Thema des Treffens, der Anschlag auf das World Trade Center. Stolz berichtet er über Einzelheiten der Aktion. Bin Laden nennt den Anführer sogar beim Namen, Mohammed Atta. Die Brüder, die den Einsatz leiteten, wussten nur, dass es um eine Märtyreroperation gehen sollte. Und wir baten jeden von ihnen, nach Amerika zu gehen, aber sie wussten nichts über die Operation. Nicht einmal einen Buchstaben. Sie waren ausgebildet und wir haben ihnen gegenüber die Operation nicht offenbart, bis sie dort waren und erst kurz bevor sie an Bord gingen. Mohammed aus der ägyptischen Familie war für die Gruppe verantwortlich. Religiöse Zentrale der Terroristen war offenbar die Al-Quds-Moschee im arabischen Kulturverein Hamburg-St. Georg. Hier gingen mindestens 3 der Männer zum Gebet. Im Vereinsregister Vertraute und ehemalige Mitbewohner Mohammed Attas. Doch für ihn war diese Gemeinde offenbar nicht radikal genug, denn er gründete 1999 seinen eigenen Verein an der TU Harburg, die Islam AG. Atta hatte längst einen Weg eingeschlagen, der ihn in den Tod führen würde. Schon 1996 verfasste er ein Testament, das Einblick in die Gedankenwelt eines religiösen Fanatikers gibt. Unterschrieben hatte es ein Kommilitone Attas, Munir El-Motta Sadek. Im Namen Gottes des Allmächtigen, niemand soll meinetwegen weinen, schreien oder gar seine Kleider zerreißen und sein Gesicht schlagen. Das sind törichte Gesten. Derjenige, der meinen Körper rund um meine Genitalien wäscht, sollte Handschuhe tragen, damit ich dort nicht berührt werde. Bei der Grablegung sollte ich zusammen mit guten Muslimen bestattet werden, das Gesicht gen Mekka. Attas damaliger Zeuge hält sich bedeckt. Können Sie mir sagen, was Sie mit Mohammed Atta zu tun hatten? Warum haben Sie denn sein Testament mit unterschrieben? Kannten Sie ihn näher? Als das Einsatzkommando in der Nacht des 12. September die einstige Wohnung Attas und seiner Komplizen durchsucht, war nichts mehr übrig geblieben von der Terrorzelle Hamburg. Nach den überlebenden Mitbewohnern wird derzeit noch weltweit gesucht. Al-Shechi ist der erste der Hamburger Gruppe, der sich auf den Weg macht. Phase 1 beginnt. Am 29. Mai landet er am New Yorker Flughafen Newark. Sein Ziel, eine Flugschule in Oklahoma. 5 Tage später, am 3. Juni 2000, reist Mohammed Atta in die USA ein. Mit einem Visum ausgestellt in der US-Botschaft in Berlin. Auch er landet in Newark. Nach wenigen Wochen zieht er mit Al-Shechi nach Florida. Ziad Jarrah erscheint erst Ende des Monats in den Vereinigten Staaten. Auch sein Touristenvisum wurde in Deutschland erteilt. Am 27. Juni fliegt er von München nach Atlanta, Georgia. Auch sein Ziel ist Florida. Huffman Aviation in Venice, Florida wird für Mohammed Atta und Marwan Al-Shechi zum Trainingslager im Feindesland. Für knapp $40.000 erhalten beide am 21. Dezember eine Lizenz, die sie berechtigt, 2 motorige Flugzeuge für kommerzielle Zwecke zu fliegen. Dem Chef der Schule, Rudy Deckers, war vor allem Atta unangenehm aufgefallen. Am Anfang hatten wir viel Ärger mit Atta. Er machte seinem Namen alle Ehre mit seiner schlechten Attitüde. Ich habe ein paar Mal mit ihm geredet und als ich herausfand, dass er in Hamburg gelebt hatte, sagte ich eines Morgens zu ihm in unserer Kantine: Morgen, wie geht's? Alles gut? Wie befallen Sie das hier? Und er sah mich schockiert an, mit einem Blick, der sagte, oh Gott, ein Amerikaner, der Deutsch spricht. Er wusste nicht, dass ich Holländer bin und ein bisschen Deutsch kann. Er war einfach ein schlechter Typ. Die frisch gebackenen Piloten fliegen im Alleingang nach Miami. Dort schaffen sie es nicht, das Flugzeug zu starten und lassen es einfach auf dem Rollfeld stehen. Ihre Interessen liegen offenbar ganz woanders. Kurz vor Jahreswechsel buchen Atta und Al-Shechi einen Einführungskurs in einem Boeing 727-Flugsimulator.
Sie wollen sich, so erklären sie dem Lehrer, als Piloten für eine Fluggesellschaft in Ägypten bewerben. 3 Stunden lang darf sich jeder im Cockpit an den fremden Geräten orientieren. Sie üben vor allem das Kurvenfliegen. Für Starts und Landungen interessieren sie sich kaum. Nun wissen sie, wie es sich anfühlt, eine Boeing eigenhändig zu lenken. Die Feinheiten können sie fortan auch ohne teure Maschinen simulieren. Womöglich mit einer Computersimulationssoftware wie dieser, gefunden in den Trümmern des Al-Qaida-Lagers in Afghanistan. 8 Monate bleiben ihnen noch, um so das Endziel immer wieder anzusteuern. Der Zwillingsbau des World Trade Center. Schon 1993 war er im Visier radikaler Islamisten. Der Versuch, die Türme zum Einsturz zu bringen, misslang. Doch der Traum, das Denkmal der US-Macht zu zerstören, ließ die Terrorgruppen nicht los. Auch nicht Bin Laden. Kurz vor dem Ziel fiel es seinen Vertrauten offenbar schwer, das Geheimnis zu wahren. Ein Bruder kam näher und sagte mir, dass er in einem Traum ein hohes Gebäude in Amerika gesehen habe. Und im selben Traum habe er noch Muchtar gesehen, der ihm Karate beibrachte. An diesem Punkt machte ich mir Sorgen, dass das Geheimnis vielleicht entdeckt würde, wenn jedermann es in seinen Träumen sehen würde. Florida im April 2001. Fast einen Monat waren Atta und Al-Shehhi unterwegs, in Amsterdam, Madrid und Prag. Attas neue Kommandozentrale ist ein kleines Apartment im Tower Gardens Kondominium in Coral Springs. Es wird zur Anlaufstelle für jene Männer, die erst am Morgen des 11. September erfahren sollen, wie groß ihr Opfer für Allah sein wird. Jetzt können sie in aller Ruhe am Computer das Kurvenfliegen üben. Atta bewirtet hier, gemeinsam mit Al-Shehhi, die immer stärker werdende Armee der Gotteskrieger. 40 Kilometer entfernt in Hollywood, Florida, richtet sich der dritte Mann aus Deutschland häuslich ein. Sia Jarrah, der ebenfalls erfolgreich seinen Pilotenschein erworben hat, bezieht Apartment Nummer 1 in 1816 Harding Street. 2 Monate wollte er bleiben in der kleinen Wohnung, die nur 165 Dollar die Woche kostet. Der Flugschüler aus Deutschland ist über jeden Verdacht erhaben. Schließlich scheinen seine Papiere in Ordnung. Dass er kein Studenten, sondern nur ein Touristenvisum hat, fällt auch der Vermieterin nicht auf. Wir hatten nie ein Problem mit ihm. Er zahlte immer pünktlich die Miete und hinterließ die Wohnung makellos. Ich bedauere nur, dass ich einen Terroristen unter meinem Dach beherbergt habe. Aber ansonsten, als Mensch, war er der perfekte Mieter. Hatte er denn mal Besuch? Ich habe nie irgendwelche Besucher gesehen. Er ist auch nie ins Schwimmbad gegangen. Er war sehr still. Wir haben ihn nur selten gesehen. Für Jarrah ist dies nur eine Zweitwohnung. Vermutlich als Unterkunft für weitere Krieger, die eine Anschrift brauchen, um einen Führerschein zu bekommen. Atta ist da weniger korrekt. Ende April erwischt ihn ein Sheriff ohne Führerschein am Steuer. Den einberaumten Gerichtstermin ignoriert er, aber das fällt bei der nächsten Verkehrskontrolle gar nicht auf. In diesen Tagen muss sich Atta unantastbar fühlen. Er verfolgt stur nach vorne schauend den Leitfaden, den man später in seinem Gepäck findet. Der Himmel lächelt, mein junger Sohn, denn du marschierst zum Himmel. Überall, wo du hingehst, bei allem, was du tust, entsinne dich und bete zu Gott. Denn Gott ist immer bei seinen Anhängern, die an ihn glauben, und Gott wird es leicht machen, und du wirst am Ende der Sieger sein. In diesen Monaten trifft fast die gesamte Mannschaft ein, die im September gemeinsam in den Tod fliegen wird. Sia Jarrah sorgt dafür, dass sie unauffällig in Wohnungen und Motels unterkommen. Vor der Einquartierung besucht er das ausgewählte Objekt, um zu klären, ob es sich eignet als Tarnung für die Einsatzgruppen. Das Bimini-Motel in Hollywood besteht die Prüfung, als es darum geht, die Brüder Walid und Wael Asheri einzuquartieren. Sie sprechen kaum Englisch und deshalb ist es besonders wichtig, die Lage vorher genau zu sondieren. Janko und Joanne Solic einigen sich mit dem jungen Mann aus Deutschland. Hier, das ist er. Er sagte mir, er sei Araber.
aber halb Deutscher. Wir unterhielten uns kurz und ein paar Tage später kam er zurück und brachte zwei Männer mit. Und die haben das Zimmer gemietet. Dann habe ich ihn nur ab und zu gesehen. Sie hatten anfangs kein Auto und er holte sie immer mit seinem Wagen ab. Später haben sie sich ein Auto geliehen, aber er hat sie immer herumgeführt. In den Monaten April und Mai werden mindestens 9 Bankkonten in Filialen der SunTrust Bank eröffnet. Meist erfolgen erste Einzahlungen mit Bargeld und Reiseschecks. Das große Geld kommt per Boten und Überweisungen vor allem aus den Vereinigten Emiraten. Um Probleme zu vermeiden, sind die PIN-Nummern ihrer Karten größtenteils identisch. 7. Mai. Ziad Jarrah wird Mitglied in einem Sportstudio. Der US One Fitness Club, nur wenige Kilometer von seiner Wohnung in der Harding Street entfernt, bietet dem Piloten das, was er zur Umsetzung seiner Tat benötigt. Anonym und ungestört kann er hier trainieren, seine Muskeln stärken und vor allem lernen, den Feind mit bloßen Händen zu überwältigen. Bei 10.000 Mitgliedern fällt ein Mann wie Jarrah gar nicht auf. Seine Mitgliedschaft verlängert er im Juli noch einmal um 2 Monate. Auch den Kampfsportlehrgang belegt er noch ein zweites Mal. $1.000 in bar ist Jarrah der 20-stündige Privatunterricht wert. Seinem Lehrmeister Bert Rodriguez erzählt er, dass er mit Freunden ein paar neue Übungen ausprobiert und bittet ihn um Rat. Würgegriffe, die ich ihm gezeigt hatte, wie man jemanden in 2 Sekunden erwürgt oder jemanden das Genick bricht. Man will ja möglichst schnell angreifen, um die Kontrolle zu haben. Das waren so die Dinge, die er mit seinen Freunden ausprobierte. Das Netzwerk wächst in den Sommermonaten. Gloria Irish ist Maklerin im exklusiven Delray Beach. Im Juni kommen 2 Männer in ihr Büro. Marwan Al-Shechi und noch ein Mann, der in wenigen Monaten mit ihm den Südturm des World Trade Center ansteuern wird. Hamza Al-Ghamdi. Die beiden Männer sind auf Wohnungssuche. Marwan war einfach der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. I'm sorry, I still have a real problem. Es tut mir leid, ich habe damit immer noch ein Problem. Ich sagte noch zu meinem Mann, dass ich ihn gerne auf eine Matzenballsuppe zu uns nach Hause eingeladen hätte. Er war wirklich nett. Der andere kam aus Saudi-Arabien und es hieß, er könne kein Englisch. Aber ich glaube, er wollte einfach nicht mit Frauen reden. Das war ja auch in Ordnung. Er war aber richtig unheimlich, weil er immer nur da saß und vor sich her starrte. In der Wohnung, die sie für Al-Ghamdi fand, gingen so viele Männer ein und aus, dass niemand so recht wusste, wer eigentlich dort wohnte. Auffällig waren sie allemal. Sie trugen immer so eine kleine Tasche mit sich herum, etwa so groß wie eine Laptoptasche, egal wohin sie gingen, sogar am Pool. Und sie waren immer zu zweit unterwegs. Wenn das Flugzeug sich bewegt, sobald es sich langsam zu bewegen beginnt und sich in Richtung von K dreht, bete die Gebete der reisenden Muslime. Denn du reist, um Gott zu treffen und die Reisen zu genießen. Phase 2, die Vorbereitung, ist bald abgeschlossen. Die Terrorpiloten und ihre Schlagtruppen sind fast vollständig. In New Jersey, nur wenige Kilometer von Manhattan entfernt, hat sich die Mannschaft, die Kurs auf das Pentagon nehmen wird, bereits gebildet. Salem Al-Hasmi, als Tourist aus Saudi-Arabien eingereist, soll als Kämpfer mitmachen. Pilot der Maschine wird sein Landsmann sein, ein schüchterner Junge aus gutem Hause, Hani Hanjour. Bereits im Februar 2001 organisiert er für seine Gruppe einen Treffpunkt. In einem Vorort von New York City in Paterson, New Jersey, mietet er eine Wohnung im obersten Stockwerk eines kleinen Hauses. Der eine, der Englisch sprach, Hani, der wollte meiner Frau ein paar Sachen geben, als sie ausgezogen sind. Aber sie wollte nichts haben, da ist sie pingelig.
Also sind sie einfach ins Auto gestiegen und weggefahren. Aber soweit ich weiß, hatten sie da oben sowieso nicht viel. Keine Betten oder Schränke, keine Stereoanlage. Die hatten nur diese Kissen und Teppiche, auf denen man betet. Mehr nicht. Den Traum vom Fliegen hatte Hani Hanjour schon als junger Mann. 1996 kommt der damals 24-Jährige erstmals nach Florida. Sein älterer Bruder schickt ihn zu seinen Freunden, den Khalils. Sie wollen ihm helfen, eine geeignete Flugschule zu finden. Susan Khalil hilft ihm bei der Suche und bewirtet den schüchternen jungen Mann. Das war, als er bei uns war, im Frühjahr 96. Es gab nie irgendein Anzeichen dafür, dass er mich nicht mochte oder dass er Amerika nicht mochte oder irgendwas gegen Amerikaner hätte. Über so etwas hat er nie gesprochen. Er schaute mich auch nicht mit Abscheu an. Ich mag es ja, wenn jemand mich nicht mag, aber es gab für all sowas überhaupt kein Anzeichen. Sein wirkliches Zuhause ist die Moschee. Dort muss er kein Englisch sprechen und weil er die Sprache nicht gut beherrscht, muss er die Flugschule erst einmal verlassen. Wann er beschließt, sich gegen sein Gastland mit Gewalt aufzulehnen, bleibt unklar. Möglicherweise wird er erst nach seiner Pilotenausbildung für die Tat auserkoren. Auch zwei weitere Männer, die mit Hanjour in Richtung Pentagon fliegen werden, haben eine Vorgeschichte in den USA. Diesmal in Kalifornien. Nawaf al-Hazmi kommt schon am 15. Januar 2000 nach San Diego, um eine Pilotenausbildung zu machen. Kurz zuvor ist Khalid al-Mithar noch in Kuala Lumpur und trifft sich mit Bin Ladens Leuten. Die CIA setzt ihn viel zu spät auf ihre Fahndungsliste. In ihrer Flugschule in San Diego fallen sie jedoch sofort auf. Ihr Englisch ist nur sehr schlecht und sie drängen darauf, größere Flugzeuge zu fliegen. Doch sie sind schlechte Schüler und auch sonst sind sie ihrem Lehrer suspekt. Als wir zum ersten Mal den Brownfield-Flughafen anflogen, saß Nawaf vorne und flog und Khalif saß hinten. Bei unserer ersten Landung fiel mir auf, dass Khalif hinten anfing zu beten. Das fand ich ungewöhnlich. Ich bin ein spiritueller Mensch, ich bin sehr aktiv in meiner Kirche, also habe ich das respektiert. Ich landete, die beiden tauschten die Plätze und als wir fertig waren, fragte ich ihn danach. Ich wollte mich mit ihnen austauschen, also fragte ich, hast du gebetet? Aber sie haben nicht geantwortet und mich nur mit leeren Blicken angesehen. Die Gläubigen fürchten niemanden. Alle westlichen Zivilisationen, die ihre Macht genießen, sind in ihrem Inneren sehr schwach. So habe keine Angst und keine Furcht, wenn du ein Gläubiger bist, denn Gläubige fürchten nur Gott, den Allmächtigen, der die Macht über alles innehat. Untertauchen an einem Ort, an dem sie niemand vermuten würde, Las Vegas, Nevada. Mehrmals in diesem Sommer machen die Männer Probeflüge von der Ost- an die Westküste. Auf dem Rückweg treffen sie sich hier, im Mekka aller Glücksspieler. Fast immer ist Mohammed Atta dabei. Passend zu ihm und zu seinem Vorhaben wohnt er dort, wo der Luxus aufhört und die Sünde beginnt. Das Econo Lodge Motel ist sauber, preiswert und anonym. Doch es liegt an einem Abschnitt des Las Vegas Boulevard, wo es kaum noch Glamour, dafür aber viel billigen Sex gibt. Zweimal wohnt Atta hier. Einmal im Zimmer 122, einmal im Zimmer gleich daneben. Sein letzter Aufenthalt in diesem Hotel ist auch sein letzter Besuch in Las Vegas. 13. August. Knapp einen Monat bleibt ihnen noch. Wie immer treffen sie sich nachts, um zu besprechen, was fürs Telefon zu heikel ist. Wie immer geschieht all dies unbemerkt und ohne den geringsten Verdacht zu erregen. Und wie bei jedem Aufenthalt hängt Atta das Schild "Bitte nicht stören" an die Tür seines Nichtraucherzimmers. Mit wem genau er sich hier traf, ist noch unklar. Doch bis Mitte August hat er sie alle durch, die für den Anschlag wichtig sind. Mit den Piloten und den Logistikern spricht er bei den Mini-Gipfeltreffen alle Einzelheiten durch. Die Organisatoren, die wochenlang ihre ahnungslosen Kämpfer delegieren, erfahren hier, wie und wann es weitergehen soll. Unklar ist auch, ob sie hier noch umdisponieren, ob alle Besatzungen bereits komplett sind.
Fraglich bleibt auch bis heute, wie viele Männer wirklich wussten, wie weit sie am 11. September gehen würden. Zwischendurch sitzt Atta im Cyberzone, wo er für $3 die Stunde einen Computer mit Internetzugang mieten kann. Im Dauerfeuer der Kriegsspiele verfasst der Terrorist E-Mails an seine Auftraggeber in Nahost. 8 Stunden und 39 Minuten verbringt er in diesem Sommer hier online. Marwan al-Shechi hingegen genießt die irdischen Vergnügen, die Las Vegas selbst einem Selbstmordterroristen zu bieten hat. Im Olympic Garden Strip-Lokal gönnt er sich an mindestens einem Abend einen sogenannten Lapdance. Gemeinsam mit 3 anderen Männern verbringt er mehrere Stunden hier. Diese jungen Leute, welche die Operation durchgeführt haben, akzeptierten keinen Kampf in der herkömmlichen Bedeutung des Wortes. Aber sie akzeptierten den Kampf, den der Prophet Mohammed focht. Diese jungen Männer sagten es in Worten in New York und in Washington. In Reden, die alle anderen Reden, die irgendwer sonst auf der Welt hielt, überstrahlten. August 2001. Zwischen den Treffen in Las Vegas ziehen die Männer in Florida wieder um. Attas Gruppe sammelt sich im Panther Motel in Deerfield Beach. Dieser hier und sein Bruder und ich glaube dieser hier, die waren in Zimmer Nummer 10. Die waren zuerst hier, vom 2. bis 10. August. Mehrfach besucht Mohammed Atta die Bewohner von Zimmer 12. Am 26. August zieht auch er ins Penta Motel. Die Unterkunft entspricht genau ihren Bedürfnissen. Mängel bessern sie selber aus. Genau das haben sie verlangt. Ein Zimmer mit 2 Betten. Aber über das Bild haben sie ein Tuch gehängt. In dem anderen Zimmer ist ein ähnliches Bild. Da steht die Frau und zeigt etwas mehr Bein. Letzte Vorbereitungen in Florida. Noch bleibt die Zeit, Neulinge einzuweisen. Mohammed Atta und Marwan al-Shechi mieten mehrmals Kleinflugzeuge im Palm Beach Flight Training Center in Lantana. Marion Smith bemerkt nichts Außergewöhnliches. Marwan hat sich das Flugzeug zuerst angesehen. Sie wollten in 6 Wochen 100 Flugstunden ansammeln. Sie waren beide schon 300 Stunden geflogen. Wir dachten, dass sie einen Job bei einer Fluggesellschaft suchten oder ein Bewerbungsgespräch hatten. Attas bevorzugtes Modell ist eine Piper Archer. Neben dem Piloten passen noch 3 Mitflieger in das Kleinflugzeug. Und wenn Atta fliegt, ist seine Maschine immer gut besetzt. Jedes Mal bringt er mehrere Männer mit, die ihn in der Luft genau studieren können. Kurven fliegen und navigieren leicht gemacht. Gebe nicht den Anschein, verwirrt zu sein, sondern sei stark und glücklich mit geöffnetem Herzen und Zuversicht. Denn du tust Arbeit, die Gott gefällig ist und die er segnet. Der Tag im Himmel wird kommen, Gottes Wille, und du wirst diesen Vers im Himmel haben. Das System wissen sie genau zu nutzen. In jedem Ort finden sie die beste Möglichkeit, um spurlos ins Internet zu kommen. So wie bei Kinko's in Hollywood, Florida. Ein 24-Stunden-Shop direkt gegenüber der örtlichen Polizei. 20 Cent kostet die Minute an den schnellen Rechnern. Ende August. Die letzte Phase kann beginnen. Wie schon so oft buchen sich die Männer Flüge, meist im Internet, mit Zielflughäfen an der Westküste. Nur diesmal fehlt ein wichtiges Detail: der Rückflug. Die Logistiker buchen für die Kämpfer und nur die Logistiker wissen, warum es immer nur One-Way-Tickets sind. Dass es am 11. September losgehen soll, entscheidet sich vermutlich erst im August. Am 6. des Monats geht Atta zur Autovermietung Warwick in Pompano Beach. Eine Woche lang brauche er einen Leihwagen und billig solle er vor allem sein. Die Papiere des professionell wirkenden Mannes stimmen selbstverständlich. Er gab mir seine Kreditkarte, seinen Führer und Versicherungsschein. Alles stimmte. Und er kam mir vor wie jemand, der von auswärts nach Südflorida gezogen war. Von dieser Sorte gibt es hier so viele. Aber er schien wirklich sehr etabliert. 3-mal mietet Atta einen Wagen bei Brad Warwick. Insgesamt fährt er mehr als 3000 Kilometer an der West- und Ostküste Floridas. Rekrutierung auf den letzten Drücker. Salem al irgendwas. Something or other.
Wo haben Sie den Namen gefunden? Sein Name stand auf einem Stück Papier, das ich im Handschuhfach des weißen Escort gefunden habe, den Sie am 9. September wieder zurückgebracht hatten. Name, Adresse und Geburtsdatum. Salem Al-Hazmi wird der fünfte Mann, der mit Hani Hanjour ins Pentagon stürzt. Vieles deutet darauf hin, dass Atta bis zuletzt hektisch an der Organisation arbeiten muss. Am 30. August sucht er noch einmal gemeinsam mit Al-Shechi eine Unterkunft. Die beiden versuchen es im Longshore Motel in Hollywood Beach. Doch diesmal läuft es nicht so glatt wie bisher. Das ist das Zimmer. Es ist kein besonders feines Zimmer, aber sie wollten nur ihre Privatsphäre und eine Telefonleitung, mehr nicht. Also fragten sie mich, ob jemand in ihrer Abwesenheit ins Zimmer kommen könnte. Und ich versicherte ihnen, dass niemand hereinkommen und ihr Telefon beantworten würde. Als Ala Gorgin bucht sich Atta für die erste Septemberwoche ein. Doch als der Manager nach 3 Stunden noch immer keine Telefonleitung ins Zimmer gelegt hat, beschließen er und die anderen zu gehen. Ich stand genau hier und sie packten ihr Zeug. Der Typ stand hier und sagte, Sie verstehen nicht. Ich meine, er war wirklich wütend. Sie verstehen nicht, wir sind hier auf einer Mission. Sie verschwenden unsere Zeit. Da sagte ich, was für eine Mission ist das? Eine Mission für den Islam? Ich wollte mich lustig machen über sie, aber sie waren ziemlich beleidigt über meinen Witz. Nach dem letzten Treffen in Las Vegas verlässt die Gruppe, die in weniger als einem Monat ins Pentagon rasen wird, endgültig New York. Die 5 Männer bereiten sich dort vor, wo sie den Anschlag verüben wollen, in und um Washington, D.C. Noch ist auch ein Mann mit dabei, der gar nicht zu ihrem Selbstmordkommando gehört, Ziad Jarrah. Er hatte gerade seinen Vater im Libanon um Geld gebeten. $2,700 gehen später auf sein Konto ein. Bis dahin muss er sich begnügen mit billigen Absteigen wie dem Pindell Motel in Laurel, Maryland, einem Vorort von Washington. Fast spartanisch wirkt die Gruppe verglichen mit Atta und Al-Shechis Florida-Gemeinschaft. 1. September. Marwan Al-Shechi erscheint um 2.30 Uhr morgens im 251 Sunrise in West Palm Beach, Florida. Er nennt sich Muhammad Ali Kolik und vertrinkt gemeinsam mit einem Unbekannten und 2 jungen Damen $1,000 in knapp 30 Minuten. 7. September. In der Chacombs Bar in Hollywood kehren 3 Männer gegen 16 Uhr ein. 2 der Männer, einer von ihnen ist Marwan Al-Shechi, hocken 3,5 Stunden lang am Tresen und betrinken sich. Nüchtern sitzt Atta derweil vor einem Videospiel. Als die Rechnung kommt, gibt es Streit. Atta knallt die Scheine hin und meint, Geld habe er genug. Er sei schließlich Pilot bei American Airlines. 9. September. Gegen 10 Uhr morgens checken Al-Shechi und die Kämpfer aus dem Pentamotel in Deerfield Beach aus. Sie werden abgeholt von etwa 6 anderen Arabern. Atta ist nicht dabei. Sie hinterlassen 2 Plastiksäcke voller Müll. Der Hotelbesitzer Richard Surma durchsucht wie immer den Abfall seiner ehemaligen Gäste und entdeckt diesmal Außergewöhnliches. Messer, leere Videokassetten, ein Wörterbuch Deutsch-Englisch und noch mehr. Was haben Sie hier noch gefunden? Flugkarten und ein paar Bücher über die Boeing 767 und 757. 3 Bücher über Kampfsport und ein Messgerät für Kerosin. Tja, was noch? Ein Winkelmesser und ein paar handschriftliche Notizen. Die habe ich weggeworfen. Die leere Mappe habe ich behalten. Ich habe das meiste weggeschmissen. Eine große Reisetasche habe ich behalten. Manches habe ich aufgehoben und später musste ich alles dem FBI geben. Fürchte dich nicht, denn du wirst bald Gott treffen. Jeder sollte bereit sein, seinen Teil zu übernehmen. Und deine Tat wird durch Gottes Willen befürwortet. 10. September, Boston, Massachusetts. Die 3. Phase hat begonnen. Beide Mannschaften sind auf 3 Hotels verteilt. Im Milner, Atta, Al-Omari, Sukami, Al-Shechi, Al-Sheri und Bani Hamad. Im Days Hotel Hamza Al-Ghami und Ahmed Al-Ghami.
Im Park Inn die Brüder Wahil und Walid al-Shehri. Am Nachmittag des 10. September fährt Atta gemeinsam mit Alomari in einem Mietwagen 2 Stunden in Richtung Norden, nach Portland im US-Bundesstaat Maine. Am Abend, bevor du deine Tat verübst, du solltest rezitieren, dass du für Gott stirbst. Rasiere das gesamte überflüssige Haar von deinem Körper, parfümiere deinen Körper und wasche deinen Körper. Um 17.43 Uhr checken die beiden Männer ein ins Comfort Inn Motel in South Portland, Maine. Sie verbringen ein paar Stunden in ihrem Zimmer, dann brechen sie auf. Ihre letzte Mahlzeit nehmen sie in einem Pizza Hut Restaurant ein. Entsinne dich, dass du in dieser Nacht zuhören und gehorsam sein sollst, denn du wirst mit einer ernsten Situation konfrontiert werden und der einzige Weg, den es gibt, ist das Zuhören und hundertprozentiger Gehorsam. Sage dir, dass du die Pflicht hast, dies zu tun. Verstehe dies im Geiste und überzeuge dich selbst, dass du diese Tat tun musst. Gott sagte, dass du seine Befehle und die seiner Propheten befolgen sollst und keinen Widerstand leisten sollst, denn sonst wird es dir misslingen. Sei geduldig, denn Gott ist mit den Geduldigen. 20.41 Uhr. Atta und Al-Omari heben noch einmal Geld an einem Bankautomaten ab. Die Überwachungskamera des unbemannten Schalters nimmt sie dabei auf. Al-Omari ist im Vordergrund zu sehen. Er grinst und schneidet Grimassen, so als wisse er tatsächlich nicht, was der Morgen bringen würde. Reinige dein Herz von allen schlechten Gefühlen, die du hast, und vergiss alles über dein weltliches Leben. Denn alles, was du in deinem Leben getan hast, wird bald vorüber sein. Die Zeit ist reif, um das Richtige zu tun. Wir haben unser Leben verschwendet, und nun ist die Gelegenheit und die Stunde gekommen, uns Gott hinzugeben und ihm zu gehorchen. 21.15 Uhr. Atta und Al-Omari verfahren sich auf der Suche nach dem Kaufhaus Walmart. An einer Tankstelle steigen sie aus und fragen nach dem Weg. Wieder werden sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Sie fallen nicht auf. Sie wirken wie Durchschnittstypen, die sich nur verfahren haben. 21.22 Uhr. 7 Minuten hat die Fahrt von der Tankstelle zu Walmart gedauert. Diesmal steigt Atta alleine aus und betritt das Geschäft. Was er hier kauft, ist noch immer unklar. Doch im Walmart gibt es für jeden etwas. Auch die Messeabteilung ist hier gut bestückt. Nach nur 7 Minuten verlässt Atta den Laden. Jetzt hat er eine Plastiktüte in seiner Hand. Ein letztes Mal wird er in dieser Nacht fotografiert. Überprüfe vor der Reise deine Waffe, denn du wirst sie zur Ausführung deiner Tat brauchen. 11. September. Die Stadt zeigt ihr vertrautes Gesicht ein letztes Mal. Für 4 Männer beginnt der Tag X in einem Hotel mit Blick auf die Zwillingstürme des World Trade Center. Sia Jarrah, Pilot der Maschine, die in Newark starten wird, wacht auf im Marriott Hotel, keine 2 Minuten vom Flughafenterminal entfernt. Von hier aus wird er in wenigen Stunden Flug United Airlines Nummer 93 besteigen. Knappe 500 Kilometer nördlich in Portland, Maine, fahren Atta und Al-Omari zum Flughafen. Um 5.40 Uhr stellen sie ihren Mietwagen ab. 3 Minuten später checken sie bei US Airways ein. Ihr Flug nach Boston geht um 6 Uhr. Nur eine Sicherheitskontrolle gibt es an diesem Flughafen und sie gilt als nicht besonders streng. Vielleicht reisen sie deshalb über Portland, um in Boston kein Risiko einzugehen. 5.45 Uhr. Ein letztes Mal werden Mohammed Atta und Abdulaziz Al-Omari fotografiert. Trage deine beste Kleidung und folge damit dem Beispiel deiner Vorfahren, die vor dem Kampf gute Kleidung trugen. Binde deine Schuhe sehr eng zu und trage Socken, sodass die Schuhe eng an deinen Füßen ansitzen. Dies versteht sich alles von selbst und Gott wird dich schützen. Nur einmal noch fällt Atta auf. Als er bereits im Flugzeug sitzt, rempelt ihn ein anderer Passagier an. Man kann gar nicht anders, als die anderen Sitze anzurempeln, entweder mit dem eigenen Körper selber oder mit dem Handgepäck. Ich habe aus Versehen Herrn Atta in die Schulter gehauen, als ich an seinem Sitz vorbeikam. Ich habe mich entschuldigt und meine Tasche weggenommen. Aber ich habe überhaupt keine Reaktion von ihm bekommen. In his chair and didn't return, no reply back at all.
from him, so I guess he probably wanted to. Er hat sich nur nach vorne gebeugt. Er wollte wohl nicht, dass man sein Gesicht sieht, weil er seinem Ziel schon so nah war und weil er nicht riskieren wollte, dass ihm jemand alles verdirbt. 50 Minuten braucht die Maschine von Portland bis nach Boston. Der Routineflug ist die letzte Etappe für Atta und Alomari. Zeit genug haben sie in Boston, um den Anschlussflug zu schaffen und um sich mit den anderen zu treffen. Frühstücksfernsehen, live aus Manhattan. Die Welt ist noch in Ordnung. Hier sind wir wieder an diesem Dienstagmorgen. Es ist der 11. Tag im September des Jahres 2001. Bei uns ist schon viel los an diesem wunderschönen Herbsttag hier in Manhattan. Wir hoffen, das Wetter ist dort, wo Sie gerade den Tag beginnen, auch so schön wie bei uns. Zur selben Zeit am Logan Airport in Boston. 8 Männer, die auf 2 Flügen von Boston nach Los Angeles gebucht sind, treffen ein. Die Maschinen von American und von United Airlines sind startbereit. Bei American Airlines checkt der Rest von Attas Gruppe ein. Sukami und die Brüder Al-Sheri. Weil und der jüngere der beiden, Walid. Gebucht sind sie auf den Plätzen 10B, 2A und 2B. Ebenfalls ganz vorne in der ersten Klasse von United Airlines Flug 175 Al-Shechis Trupp. Die beiden Al-Ghamdis, Al-Sheri und Bani Hamad. Der Flug ist nur spärlich besetzt. 11 Crewmitglieder, 56 Passagiere und 5 Entführer. Am Gate 26 steigen die Fluggäste der American 11 langsam an Bord. Unter ihnen sind auch Atta und Alomari. Der Flug hat Verspätung. Um 14 Minuten verzögert sich der Start. Während das Flugzeug an die Startposition rollt, greift Mohamed Atta in Sitz 8D noch einmal zum Mobiltelefon. Ein letztes Mal. Unter der Nummer, die er anwählt, ein Passagier auf Flug 175 der United Airlines. Sie sind verbunden für eine Minute, vielleicht zwei. Gerade lang genug, um Dinge zu sagen wie "Die Sache läuft" oder "Allah ist groß". Dann legen sie auf. Atta und Marwan Al-Shechi haben zum letzten Mal miteinander gesprochen. 7.59 Uhr. American Airlines Flug 11 hebt mit über 300 Kilometern pro Stunde ab. Das Ziel Los Angeles. Doch nur 15 Minuten nach dem Start weicht die Maschine mit Atta im Cockpit von der geplanten Route ab. Neues Ziel, New York. Eine Minute zuvor, um 8.14 Uhr, startet die United 175 von Boston ebenfalls nach L.A. 33 Minuten später biegt auch sie in Richtung New York ab. Kurz zuvor warnen Fluglotsen den Piloten vor einer American Airlines Maschine, die unplanmäßig in Richtung Süden fliegt. Zu dieser Zeit haben sich die Passagiere von American Airlines Flug 77 am Dulles International Airport bei Washington eingefunden. Unter ihnen sind 5 Männer, die ihre Sitze in der ersten Klasse vor kurzem im Internet gebucht haben. Gemeinsam fahren sie im Shuttlebus zum Flugsteig. Hani Hanjour, der schüchterne Pilot. Khalid Amdihar und Nawaf Al-Hamzi, die gescheiterten Flieger von Kalifornien, und 2 Kämpfer. Mahed Moqed und Salem Al-Hamzi. Alle 5 haben One-Way-Tickets für die Reise von Washington nach Los Angeles. Planmäßig startet die Boeing 757 mit direktem Kurs nach Westen. Es ist 8.20 Uhr. Sobald du das Flugzeug betrittst, solltest du zu Gott beten, denn jeder, der zu Gott betet, wird gewinnen. Denn du tust dies für Gott. Es ist vermutlich Hani Hanjour, der nach etwa einer halben Stunde den Steuerknüppel von American 77 in die Hand nimmt und umkehrt in Richtung Washington. Die American 11 ist gerade 15 Minuten in der Luft, als Fluglotsen in Nashua, New Hampshire, eine Kursabweichung bemerken. Kurz darauf wird der Transponder ausgeschaltet. Der Kontakt bricht ab. Mohamed Atta und die Komplizen übernehmen schnell den Passagierraum und das Cockpit. Um 8.24 Uhr hört die Flugsicherheit zum ersten Mal einen der Entführer. Macht keine Dummheiten, wir kehren zum Flughafen zurück. Vermutlich hält der Kapitän John Ogonowski absichtlich das Mikrofon offen. Um 8.40 Uhr hat er die Kontrolle verloren. 8.42 Uhr, Flughafen Newark. United Airlines Flug 93 startet mit Ziel San Francisco. An Bord Ziad Jarrah, Zahed Al-Ghamdi, Ahmed Al-Nami und Ahmad Al-Hasnavi. Eine kleine Mannschaft mit bis heute unbekanntem Auftrag. Noch ahnt niemand an Bord und am Boden, dass in wenigen Minuten der Terror aus den Wolken fallen wird. Es wird fast eine halbe Stunde dauern, bis die United 93, vermutlich mit Ziad Jarrah im Cockpit, die geplante Route mit einer scharfen Linkskurve verlassen wird. Neues Ziel, so scheint es, Washington.
In diesen Minuten befindet sich American 11 im Anflug auf Manhattan. Eine Flugbegleiterin ruft ihren Manager in Boston an. Kühl beschreibt Madeleine Sweeney das Geschehen an Bord. Als sie aus dem Fenster blickt, sind ihre letzten Worte: Ich sehe Wasser und Gebäude, oh mein Gott. Bete die Gebete der reisenden Muslime, denn du reist, um Gott zu treffen und die Reisen zu genießen. Du wirst bemerken, dass es anhalten und dann erneut fliegen wird. Dies ist die Stunde, in der du Gott treffen wirst. Gott, besiege sie und lass uns siegen und die Ungläubigen niederschlagen und sie ihre Köpfe senken lassen. Uhr. Flug American Airlines 11, gesteuert von Mohammed Atta, schlägt ein in Höhe der 96. Etage des Nordturms des World Trade Center. 92 Menschen sind an Bord. Im World Trade Center befinden sich Tausende von Büroangestellten. Für sie beginnt ein Kampf ums Überleben. Wir wussten seit dem vorherigen Donnerstag, dass das Ereignis an jenem Tag stattfinden werde. Wir hatten unser Tagwerk beendet und das Radio eingeschaltet. Es war 17.30 Uhr. Die Brüder waren außer sich vor Freude, als sie von dem ersten Flugzeug hörten. Also sagte ich ihnen, habt Geduld. Aus dem Einschlagloch in der Nordfassade wächst ein Feuerball. Trümmerteile schießen aus den Löchern. Für die Menschen, die sich zu dieser Zeit oberhalb der Einschlagstelle befinden, wird der Turm zur tödlichen Falle. Noch glaubt man an einen entsetzlichen Unfall. Und während das Chaos immer größer wird, verbleiben nur noch wenige Minuten bis zum zweiten Schlag. Eine knappe Minute vor dem Einschlag in den Nordturm wird in der United 175 der Transponder abgeschaltet. Das Boston Control Center empfängt kein Signal mehr von der zweiten entführten Maschine. 3 Minuten später nimmt auch sie Kurs auf New York. Die US-Luftfahrtbehörde hat die Boeing 767 bereits als entführt gemeldet. Ein letztes Mal spricht Brian Sweeney seiner Frau aufs Band. Hi Jules, ich sitze in einem Flugzeug, das entführt wird und es sieht nicht gut aus. Ich wollte dir sagen, dass ich dich liebe. 8.52 Uhr. 2 F-15 Kampfjets starten von der Otis Militärbasis auf Cape Cod und nehmen die Verfolgung der entführten Maschinen auf. Die erste haben sie verfehlt. Sie kommen auch zu spät für die zweite. 10 Minuten nach dem Start der Jagdflieger rast United Airlines Flug 175 im Cockpit Marwan al-Shehhi von Südosten kommend auf die Südspitze Manhattans zu. Bete für dich und deine muslimischen Brüder um den Sieg am Ende und fürchte dich nicht, denn du wirst bald Gott treffen. Jeder sollte bereit sein, seinen Teil zu übernehmen, und deine Tat wird durch Gottes Willen befürwortet. Die Boeing 767 bohrt sich in den Südturm des World Trade Center. Die Wucht des Einschlags zerstört mindestens 4 Stockwerke. Es ist 9.03 Uhr. Kurz nach 9 in einer Grundschule in Sarasota, Florida. George Bush ist zu Besuch. 4 Minuten nach 9 wird der Präsident von einem Assistenten unterbrochen. Der mächtigste Mann der Welt erfährt soeben, dass sich Amerika im Krieg befindet gegen einen unbekannten Feind. Die United 175 ist in Höhe der 81. Etage des Südturms eingeschlagen. In nur 0,6 Sekunden hat die Maschine das Gebäude durchbohrt. Dann explodiert sie. Die Angestellten des Turms, denen noch vor Minuten erklärt wurde, die Gefahr drohe nur den Menschen, die sich im Nordturm befinden, rennen um ihr Leben. Panik bricht aus. Die Menschen fliehen aus den brennenden Türmen und versuchen, so schnell wie möglich in Richtung Norden zu kommen. Denn nun ist es gewiss, es war kein Unfall und auch kein Zufall, sondern ein Akt des Terrors. Kurz vor 9:30, Präsident Bush informiert die Nation. Meine Damen und Herren,
Dies ist ein schwieriger Moment für Amerika. Ich muss leider nach diesen Anmerkungen gleich nach Washington zurückkehren. Secretary Rod Pace und der stellvertretende Gouverneur werden das Podium übernehmen und die bildungspolitische Debatte fortführen. Ich möchte der Tabucker Grundschule meinen Dank aussprechen für ihre Gastfreundschaft. Wir haben heute eine nationale Tragödie erlebt. Zwei Flugzeuge sind in das World Trade Center eingeschlagen. Es handelt sich scheinbar um einen Terroranschlag auf unser Land. 9.27 Uhr. United 93 befindet sich in Reichweite des Flugkontrollzentrums in Cleveland. Der Funkkontakt ist noch völlig normal. Um 9.28 Uhr wird Kapitän Jason Dahl unterbrochen. United 93 meldet sich nicht. Sie weicht um 9.36 Uhr von ihrem Kurs ab. Die Passagiere dürfen telefonieren. Jeremy Glick ruft seine Frau an. Sie erzählt ihm von den Anschlägen in New York. Flug American 77 ist seit 9.02 Uhr vom Radar verschwunden. Um 9.25 Uhr bemerkt die Flugsicherung, dass sich die Maschine in Richtung Washington bewegt. Um 9.33 Uhr hatte Pilot, wahrscheinlich Hani Hanjour, eine 360-Grad-Drehung vollzogen. Die Maschine nimmt Kurs auf das Pentagon und trifft es um 9.38 Uhr. Im Pentagon sterben 125 Menschen. An Bord des Flugzeugs waren 5 Entführer, 6 Crewmitglieder und 53 Passagiere. Die United 93 ist noch in der Luft. Sie ist gerade vom Kurs abgewichen. Die Fluglotsen in Cleveland versuchen, andere Flugzeuge fernzuhalten. Ein Passagier, Tom Burnett, telefoniert mehrmals mit seiner Frau. Sie berichtet ihm von dem dritten Flugzeug, der American 77, die ins Pentagon raste. Mark Bingham ruft seine Mutter an und sagt, drei Männer haben das Flugzeug übernommen. Sie sagen, sie hätten eine Bombe. Wer kein Handy hat, greift zu den Telefonen in den Sitzen. So auch Todd Beamer. Weil er zu seiner Frau nicht durchkommt, ruft er bei der Zentrale der Telefonfirma an. 15 Minuten lang spricht er mit der Telefonistin. Er erklärt ihr, dass sie sich wehren wollen. Nach einem gemeinsamen Gebet legt er den Hörer ab. Sie hört, seid ihr soweit? Let's roll. Und schreie. Die Passagiere rennen in Richtung Cockpit. Sie wollen es stürmen. An Bord der United 93 beginnt ein Kampf ums Überleben. Im Luftraum irgendwo über Pennsylvania. Ob die Passagiere es tatsächlich schaffen, die Terroristen zu überwältigen, bleibt unklar. Kurz nach Pittsburgh verschwindet die Maschine vom Radarschirm. United 93, do you hear Cleveland Center? Do you see any activity on your right side, smoke or anything like that? Negative, we're searching. Yeah, we do have a smoke puff now at about, probably 2 o'clock. It appears to be just a dark cloud, like a puff of black smoke. Kurz darauf wird die Absturzstelle nahe Shanksville, Pennsylvania, gefunden. Welches Ziel Ziad Jarrah wirklich hatte, ist bis heute nicht bekannt. 9.47 Uhr. Anrufe aus dem Südturm gehen in die Notzentralen ein. Der Turm stürzt ein. Um 9.55 Uhr brechen die oberen Stockwerke ein und der gesamte Turm fällt in sich zusammen. Tausende werden unter den Trümmern begraben. Hunderte von Rettungsarbeitern kommen in dem Stahlbau um.
Um 10.28 Uhr, eine Stunde und 41 Minuten nachdem Mohammed Atta mit der entführten American Airlines Maschine in ihn hineinraste, bricht auch der Nordturm in sich zusammen. Ein Arzt, der helfen wollte, gerät selbst in Lebensgefahr. Ich hoffe, ich überlebe das. Jetzt stürzt es auf mich ein. Hier kommt es. Ich lege mich jetzt hinter ein Auto. Wir berechneten im Voraus die Anzahl der Feinde, die aufgrund der Position der Türme getötet werden würden. Wir rechneten damit, dass 3 oder 4 Stockwerke getroffen werden würden. Ich war der optimistischste dabei. Aufgrund meiner Erfahrungen auf diesem Gebiet rechnete ich damit, dass das Feuer aus dem Kerosin im Flugzeug das Stahlgerüst des Gebäudes zum Schmelzen bringen und nur der Bereich zusammenbrechen würde, in dem das Flugzeug eingeschlagen war, sowie nur die Stockwerke darüber. Das war alles, was wir uns erhofften. Osama bin Laden, der große Baumeister des Todes, bei einer Manöverkritik. Terroranschläge gegen die USA werden von Präsident Bush seit dem 11. September 2001 als Militärangriffe auf die USA gewertet und entsprechend beantwortet. Und auf Linienmaschinen gibt es nur noch Plastikmesser für die Passagiere. Nächste Woche bei Spiegel TV geht es unter anderem um Tod in Uniform, wenn Polizisten zu Opfern werden. Wenn Sie mehr über die heutige Sendung erfahren möchten, finden Sie uns im Internet unter www.spiegel.de.